Heute möchte ich Ihnen ein Schnellgericht vorschlagen, und zwar Frischlingssteaks mit Chilibohnen. Das ist in ungefähr 40 Minuten getan, schmeckt herrlich, ist ein neues Gericht. Und wenn ich so ein neues Gericht koche, da rufe ich gern bei meinem Freund Johann Schäfer vom Weininstitut an und frage ihn, was er dazu meint, was wir für einen Wein dazu nehmen sollen. Und diesmal meinte er, es sollte auf jeden Fall ein Grauburgunder sein. Und er hat mir einen Grauburgunder Spätlese trocken von der Nahe vorgeschlagen. Wollen wir mal sehen, ob er recht hat. Also ich würde sagen, der Johann hat wieder recht. Und im Hintergrund knistert das Feuer. Jetzt gehe ich in die Küche und fange an mit unserem Gericht. Zuerst werden Zwiebeln und Speck angebraten, wie es so oft ist. Und dann kommen die restlichen Zutaten dazu. Gehen wir rüber zum Herd. Ja, das reicht. Ich habe ein bisschen Sellerie dazu getan. Jetzt kommt Lauch und Knoblauch und das Tomatenfleisch. Noch ein bisschen Brühe. Das alles schön angerührt. So, das lassen wir ein bisschen köcheln und dann kommen die Bohnen dazu. Da kommt ein Bund Thymian dazu und 6 Chilis. Jetzt werden die Steaks angebraten. Jetzt wird gewendet, die schöne Farbe gekriegt. Das kann man schon würzen. Pfeffer brauchen wir nicht, weil wir die Chilis haben. Aber Salz brauchen wir. So, jetzt. Da kommen die Steaks jetzt drauf. So. Dann kommt der Deckel drauf und sie werden eine halbe Stunde fertig gedünstet. Bitte reintunken. So. Wie versprochen, die Frischlingssteaks. Und ich genehmige mir noch ein Gläschen. Nur um Ihnen bald mal heilen und einen guten Appetit zu wünschen. Frischlingssteaks auf Chilibohnen. Die Zutaten für 4 Personen. 750 Gramm Frischlingssteaks, 500 Gramm Chilibohnen, 250 Gramm durchwachsener Räucherspeck, 2 Zwiebeln, eine halbe Stange Lauch, 2 Stangen Bleichsellerie, 400 Gramm Tomatenfleisch, eine halbe Tasse Hühnerbrühe, 2 Zehen Knoblauch, 6 rote Chilis, ein Bund Thymian, Salz sowie Schweineschmalz zum Braten.